Taschen, Leute, wird man viel mehr drehen heute. Um, wie spät haben wir es? 7.11 Uhr. Geht's schon mit meinem? Nee, fliegen wir los. Fliegen 4 Stunden. Ja. Und sobald wir drüben sind, geht's weiter. Guten Morgen. Ich bin gerade im Flugzeug mit meinem Freund und meiner Freundin. Okay, das hört sich jetzt immer noch seltsam an. Es geht nach Athen. Er geht so in 10 Minuten ungefähr los. Und ich sitze schon im Flugzeug. Und ja, ich werde mich mit mir da sein. There's no way to say this song's about someone else. Every time you're not in my arms, I start to lose myself. Someone please pass me my shades, don't let them see me down. You have taken over my days, so tonight I'm going out. Yet I'm feeling like there is no better place than right by your side. I had a little taste and I only spoiled the party anyway, cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. La-di-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. La-di-dee, la-da-da-do, there's only me, there's only you. La-di-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. Und schon der erste Fail, denn ich hatte vergessen, vorher meinen Kameraakku aufzuladen. Aber kurz und knapp, wir sind zum Hotel Aristoteles gefahren, haben dort anschließend ein wenig unser Umfeld erkundigt und ja, weiter geht's. Enjoy! Ich dachte, ich zeige euch vorab meine Kosmetik, die ich im Urlaub dabei habe. Da haben wir neben den Dingen in der Box hier dieses Balea Aftershave Pflegegel. Das tut man nach dem Rasieren drauf, das finde ich richtig, richtig super. Die Abspieltücher von Postquam Professional. Diese BB Young Care and Quick Clean Soft Pads. Die sind ja da schon für euch drin und die finde ich auch richtig gut. Sind, ich weiß nicht, wie viele da drin sind, aber die sind auch bald leer. Ah, 30 Pads nur. Naja. Ja, finde ich voll gut. Dann ich habe halt alles in dieser Glossy Box. Vorne habe ich ein bisschen Schmuck drin und Haargummis und etc. Ja, Haargummis, Haarspangen, bla bla bla, Armbänder. Und zum großen Inhalt fangen wir mal an mit dem Dove Deo. Das habe ich noch nicht so lang. Finde ich in Ordnung. Ich hatte schon bessere, muss ich sagen. Dann natürlich bei dieser Sonne von Avène, ich weiß nicht. Sonnencreme mit einem Sonnenschutzfaktor 50 brauche ich dringend. Sonst habe ich zur Erfrischung von The Body Shop so ein, wie nennt man das? Body Spray mit der Duftrichtung Erdbeere, finde ich total gut. Duftet super, finde ich. Dann habe ich noch ein Gesichtswasser von Revival Loop, das ist auch bald leer, da habe ich auch noch Wattepads dafür. Dann habe ich ein Puder von Catrice, das Skin Finish, das ist auch jetzt The Pan, das ist bald durch. Da habe ich dann noch einen Catrice Pinsel dazu. Sonst habe ich eine einfache Mascara von Cosart. Dazu eine Wimpernzange, die war von Primark 2-3 Euro oder so, wenn nicht nur 1 Euro, ich weiß es gar nicht. Total schöne Handcreme von das Fokussiert, von The Body Shop, die riecht nach Rose, die ist auch bald alle. Ja, ein Foundation-Schwamm, ein einfacher, ein Desinfektionsspray, Soa Pupula, das war aus einer Pinkbox oder Glossybox, weiß nicht mehr genau, einen wasserfesten Eyeliner von Essence, natürlich mein Fit-Me-Concealer, beliebte BB-Cream von Catrice, die ist auch bald leer, ich war das fast leere mitgenommen, damit das hier mal ordentlich leer wird, mein Lip-Butter von Labello, die riecht richtig schön nach Mauam Himbeere. Dann noch eine kleine Sonnencreme, aber nur Lichtschutzfaktor 15. Von Hip ein paar Sachen, weil die auch in einer Pinkbox waren oder Glossybox. Eine Gesichtscreme, Milklotion und einem Waschgel fürs Gesicht. Dann habe ich nur zwei Lippenstifte dabei. Einen von Catrice. Das ist Matte Bot Pink 250. Zack.
einen etwas dunkleren von Kiko Nummer 13. Das ist momentan mein absoluter Favorit. Ja, und dann hier noch mein heiß geliebter kleiner Tingle-Teaser in Schwarz und ein paar Sekretantücher. Ja, man kann ja nie wissen. Guten Morgen, Griechenland. Happy Birthday to me, denn ich habe heute Geburtstag. Ja, und allererst Tag in Griechenland, in Feiern, wie heute. Wir haben ja gestern Abend schon reingefeiert. In einer netten Bar. Da zeige ich euch jetzt ein paar Ausschnitte. Hi, liebe Leute, das ist die Marie. Guckt euch die an. Ja, ja. Die kleine, das kleine Ding da wird alt. Wird so alt wie eine Oma. 22 wird die. Dann sag mal an, wo wir hier sind. Ballermann! Diese. Nee, Quatsch. Wir setzen uns jetzt da oben hin, was man gleich sieht. Und trinken was. Und feiern ganz gemütlich in Ruhe rein. Gell? Please, yo. Mit Sonnenuntergangszeug. Die Karte bitte. Ober. Wir sind im. Wo sind wir? Tram. Und haben zur Begrüßung drei Wasser bekommen. Unglaublich. Unglaublich. Unser Essen ist da, ein bisschen Popcorn, das gab es umsonst. Und unsere Cocktails. Keine Ahnung, was das ist, weil das stand halt nur auf Griechisch. Und ein Wodka Red Bull und eine Cola für den Mikey. Wenigstens ein Lied, das ich kenne. Next song. Guck mal, mit wie viel Gefühl. Noch mehr. Jetzt, unser Plan ist heute, wir laufen zum Akropolis hoch und schauen uns da ein bisschen die Sehenswürdigkeiten an und dann melde ich mich genau nochmal da vor Ort. Es rauchrot, Oreo. Da oben ist das dann in der Nähe, ist das Akropolis, das Sumaran. Da oben, irgendwo da auf dem Berg. Ich glaube ein bisschen weiter links. Oder hier allgemein ist das Akropolis. Und da fangen wir jetzt hin. Daumen hoch. Wo wollen wir hin, Mike? Da. Wo sind wir gerade? Rushing through you from your head to
Love is a blaze, I saw flames from the side of the stage. And the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know. But something to drink or maybe something to smoke. Und Hammer aus Black. Shoppen. Corona hat was gefunden für einen Freund. Oh, guck mal, die Ketten, Mike. Ja? Nein. Ich habe jetzt schon so viel. An ganz vielen Ständen gibt es diese gelben Schwämme, die so hart sind und dann weich werden. Guck mal, auch ein Mini-Format. So, jetzt sind wir essen. Und das ist meins. Schön Hähnchen mit Pommes. Marie, was hast du? Pizza. Geburtstagspizza. Geburtstagspizza. Corinna hat mal wieder Spaghetti Napoli. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Okay. Boxen ist top. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ich hab den Namen vergessen. Ja, ich hab auch den Namen vergessen. Wir waren ordentlich shoppen. Hier. Zeig uns die Tüten. Ja, warte, ich pack grad alle ein. Also, da haben wir ein Shirt. Da. Nein, kein Heul machen, die Tüten. Ein, zwei. Den Heul, den mache ich extra drei. Noch. Drei. Ein paar Käppels. Und dann hier noch 1000 Tüten. Auf jeden Fall haben wir ganz schön viel gekauft. Viel. Und meine Füße tun sau weh. Und ich bin auch richtig schmutzig, Alter. Okay. Ist das richtig? Der Olympic Französisch, beziehungsweise den Tempel Französisch. Da laufen wir jetzt hin. Das ist so hier irgendwo in der Nord. Und wir gehen dann hier. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir nach Hause, Finn. Dann gehen wir nach Hause, weil wir heute Abend nochmal weggehen, weil ich habe heute immer noch Geburtstag. Und wir haben da so einen netten Sänger getroffen, der mir versprochen hat, Happy Birthday für mich zu singen. Wir gucken dann, ob er genau wieder an den Ort ist, weil er meinte, um 22 Uhr ist er da. Und dann würde er für mich singen. Gell? Okay, Mike sagt jetzt tschüss. Ciao, Leute. Habe ich euch schon gesagt, dass Athen ein pures Chaos ist? Vor allem fände ich es cool, dass viermal irgendwo hin. Ich bin gerade vor diesem Olympic of Zeus. Das kostet 12 Euro und man kriegt ja dann eine Karte, womit man sich dann noch einzelne Standorte angucken kann. Wie halt dieses Olympic of Zeus oder ein Museum etc. Und jetzt haben wir sie reingeschickt, damit sie ein bisschen knipsen kann und ein bisschen drehen kann. Und Mike und ich haben draußen gewartet. Und das war's, glaube ich, für heute. Ja, nö. Wie gesagt, wir gehen dann heute Abend noch wieder weg ein bisschen, aber da film ich nicht. Weil es ja, ich melde mich dann morgen. Ne? Und sie fahrt gut aus. Tag 3 in Athen.
Wir sind gerade aufgewacht, sind jetzt schon draußen. Frühstücken diesmal nicht im Hotel, weil das Bett nicht so der Bulla ist. Wir laufen gerade und suchen was zu essen. Ich habe mich den netten Griechen angepasst mit der Kleidung, weil die halt schon ziemlich meiner Meinung nach schlappige Klamotten haben. Und wenn ich dann mit so einem hübschen Kleidchen ankomme, ich weiß nicht, dann fühle ich mich so modern. So als würde ich halt direkt aus Berlin kommen und ich finde das so auch nett. Ja, auf jeden Fall suchen wir noch zu essen. Und da sind die beiden. Sag guten Morgen. Guten Morgen. For you real quick, yeah. Chilling at the drive-in, cuties walking by, and I was in my drop top, and then I saw her crying. She had a guy friend, he was telling lies. Yeah, she said her name was Crystal, but she looked just like a diamond. I told her, baby girl, you're talking crazy. Your boy's a fool, forever acting shady. If that was me, you know you'd be my baby. So wipe away. Die versteht nicht, dass wir sie nicht verstehen. Sie versteht nicht, I don't understand you. It's on my Facebook from a locker. I know for her it's probably been a while since somebody told her that they loved her smile. But something about her just drives me wild. She's the type of girl that you walk down the aisle with. And here I am, yet again, under this magical spell she has on my heart. If only I could find the right words. If only she knew the way I really felt. Then we'd be like a little bit. Nur drei Tüten. Jetzt geht's wieder ins Hotel, weil das was für heute, so viel haben wir gar nicht gefunden. Aber wir waren den ganzen Tag unterwegs, jetzt sind wir ziemlich fertig, oder? Ja, vorher aber noch zu ABC. ABC noch im Supermarkt, noch mal ein bisschen was zu trinken holen. Weil wir haben halt, wir haben ja einen Kühlschrank im, hier, das Sarah. Im Zimmer. Ja, ich denke mal, das war's für heute. Ich erzähle mich nicht. Ich melde mich dann morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Tag 4. Jetzt geht es nach Eleniko. Eleniko? Von dort? Strand. Nee, von dort sollen wir erst in den Bus. Ja, E22. Und dann sollen wir von nach draußen gucken, wo dann da in der Nähe der Strand ist. Und dann was uns am besten gefällt. Was uns am besten gefällt. Und dann sollen wir da aussteigen. Und dann machen wir ein bisschen Plansche, Plansche. Ja, ne? Was ist? Jetzt kommt gleich noch die coole Bahn, weil die kommen ja echt alle paar Minuten. Für euch die Bahn aufnehmen, die kommt dann gleich. Thank you.
sind Felsen. Ah. Au. 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 Das ist der Mike. Voll schön. Aber der Sand. Ungefähr eine halbe Stunde Bus gefahren, der war knackig voll. Aber wir hatten trotzdem Sitzplatz. Ja, jetzt sind wir hier gestrandet. Es war schön, ne? Andere Seite. Ja. Da gehen wir ein bisschen schwimmen. Und dann gehen wir nachher, ich glaube, noch an einen anderen Platz, wo es vielleicht noch ein bisschen schöner ist. Ja, mal gucken. Come here.
Ja. Wir hatten ja keine Badesachen dabei, deswegen waren wir auch nicht mit also richtig im Wasser. Deshalb gehen wir auch nochmal morgen hin. Und jetzt suchen wir uns was zu essen. Wahrscheinlich was Gesundes wie McDonald's. Und das zeige ich euch dann nochmal. Ich weiß noch nicht genau, wo wir hingehen. Und dann später. Hier gibt es einen waschechten Magnumladen. Da gehen wir jetzt mal rein. Mein Pineapple, was war noch? Joghurt and Poppy Seed Magnum. Yay, sag ich da, McDonald's. Guten Appetit! Wahrscheinlich ich und Mike, ich weiß nicht. Mal gucken. Ich muss eigentlich auch nicht unbedingt rein. Und dann filmen wir euch noch ein paar Sachen. Ansonsten gehen wir jetzt erstmal schön essen. Ah ja, jetzt gehen wir erstmal was zum Mittag essen. Und ich habe einen fetten Sonnenbrand vom Restaurant, ja. Man sieht. Aber das geht. Ja, okay, dann filme ich nachher noch das Essen. Und dann vorher oben halt auch mal Akropolis machen, ne? So, heute ist Corinna zum dritten Mal Spaghetti. Und ich Napoli. Ja, Napoli. Ganz wichtig. Aber ich esse zum zweiten Mal dieses Chickenfilet. Und jedes Mal sieht es anders aus. Ja. Mal schauen, ob es schmeckt. Jetzt warten wir erstmal noch auf Maries Essen. Ich esse trocken. Weil wir wollen ja gemeinsam essen. Jetzt haben wir wieder. Brauchst du noch einmal raufdrücken? Drückst du die ganze Zeit? Das ist Chicken Souffle. Und der Chicken kommt gleich noch. Guten Appetit! Mit extra Portion Tzatziki. Sieht jetzt sehr appetitlich. We'll be right back.
Hotel. Habe ich euch eigentlich schon unsere Aussicht gezeigt? Nicht, ne? Zeig euch die mal. Die ist so wunderschön. Unglaublich schön. Man sieht die ganze Stadt mit ein bisschen mehr. Bitte? Wand. Oder Mauer. Ja, toll, ne? 3-Sterne-Hotel. Naja, okay. Ja, was machen wir jetzt noch? Keine Ahnung. Noch ein bisschen chillen. Ein bisschen ausruhen. Und ein bisschen Fernsehen gucken. Da ist ja eh alles auf Griechisch. Naja. Morgen ist ja unser letzter Tag. Also vor der Abreise Sonntag geht's wieder nach Hause. Ah, so. Und Schafstellen. Ja. Und da gehen wir dann morgen nochmal an diesen Kavuri Beach. Kavuri Beach, da wo wir gestern waren. Machen dann da nochmal ein paar schöne Fotos und gehen dann auch nochmal richtig ins Wasser mit alle Sachen. Und ja, wie gesagt, Sonntag geht's nach Hause. Steht wieder Berlin an. Naja, okay. Ja. Dann bis morgen früh am Beach. Ich euch noch zeigen, wir waren gerade in so einem Laden mit so verschiedenen Nusssorten und trockenen Früchten. Da habe ich ein bisschen was mitgenommen. Und zwar, was haben wir hier? Ja, da ist Mango drin. Trocknete Mango. Voll lecker, liebe ich total. Und auch ganz, ganz billig. Also das ist für 2,50 Euro. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm, aber es ist eine ordentliche Packung. Also ich werde zwar davon. Dann habe ich noch, ja, ganz viele verschiedene Bonbons. Ich kann mal ein paar auskippen. Einfach nur Süßigkeiten gekauft. Total viele. Und hier sind noch, ich glaube, 3 Feigen drin. Ja, achso, und dann noch als Mitbringsel für zu Hause ein altbekannter Uso. Ja, insgesamt hat alles 4,90 ungefähr gekostet. Ja. I don't wanna be left behind. Distance was a friend of mine. Catching breath in a web of lies. I've spent most of my life riding waves, playing acrobat, shadow boxing the other half, learning how to react. I've spent most of my catching my breath, letting it go, turning my cheek for the sake of the show. Hi Lieben, heute ist der letzte Tag in Athen. Wir hängen hier wieder am, wie hieß der Strand? Kavouri. Kavouri Strand. Ja, wir kühlen uns jetzt ein bisschen ab und wir verbringen heute den ganzen Tag hier. Ja, und chillen ein bisschen, gehen uns nochmal aus. Und ja, es ist nichts Besonderes, ne? Heißt Wasser und Sonne am Strand. Ja, aber ich zeige euch trotzdem ein paar Einblicke, ne? Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true. But I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people
and it makes me feel quite small that you're the one I love the most of all. So, wir waren schon im Wasser. Und jetzt haben wir uns was zu futtern geholt. Da kam so ein Typ mit so einem Sesamring und so einem gleichen Ringe, nur mit der Art von den Berlinern. Pfannkuchen, genau. Das hat nur 1 Euro gekostet. Ja, wir lassen uns jetzt schmecken. Da hinten läuft der. Was geht? Die passt mir nicht mal. Ja, wir chillen hier so, ne, was man halt am Strand macht. Der Strand ist ziemlich voll. Voller als vorgestern. Wer der Strand Bad Wannsee kennt, ungefähr so voll. Obwohl, nein, das ist noch voller, aber es ist trotzdem echt voll. Ich habe das Herzchen gekauft für 2 Euro. Die futtern wir. Nein. Ja, das war unser Tag am Strand. Morgens die Abfahrt. Ich melde mich denn morgen früh wieder, weil mein Akku blinkt. Rückflug. Wir waren noch schnell bei Victoria's Secret. Unser Flug geht in einer Stunde circa. Wir stehen uns jetzt hier schon bei diesen Dingern an, wo man die Sachen abgeben muss. Ja. Ja. Ist ja ein bisschen schwindelig. Wie gesagt, jetzt geht's wieder nach Berlin. Oder auch oh, nein, schade. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und das war's dann mit dem Video, ne? Mit der Folge. Ja, bis zum nächsten Mal dann, ne?